Herausforderungen in der Umsetzung. Mein Name ist Gudrun Walisch von der Anstiftung. Neben mir seht ihr unsere Referentin für den heutigen Abend, Dr. Jennifer Schulz. Ihr habt die Einladung gelesen. Es geht hauptsächlich um drei große Themen. Einmal darum, was eigentlich ein Waldgarten ist. Das werden so Grundzüge davon, wird Frau Schulz vorstellen. Wir werden sicherlich nicht auf jede Pflanze eingehen können, die vielleicht sinnvoll wäre, dort zu pflanzen. Es geht wirklich um die Grundzüge dessen, was eigentlich beim Aufbau eines Waldgartens zu beachten ist. Dann haben wir dabei noch, wie Waldgärten in Städten wirksam sein können, warum die wichtig sind für Städte in ihren ökologischen und klimatischen Bedeutungen. Und außerdem geht es natürlich auch darum, wie eigentlich Waldgärten umgesetzt werden können in den Städten. Und Jennifer wird dazu einen Leitfaden vorstellen, der eventuell auch ein bisschen technisch sein kann. Aber es geht auch darum, herauszufinden, ob dieser Leitfaden denn praktikabel ist. Also ihr könnt da gerne Feedback geben dann dazu, ob ihr den einsetzen könntet oder wolltet und wie ihr den eigentlich findet. Das wird der dritte Teil sein. Jennifer Schulz ist schon langjährig, ganz lange tätig rund um das Thema Waldgärten, eine echte Expertin. Die war, ich weiß nicht, gerade hat sie es mir erzählt, ja 15 Jahre lang auch im Ausland zum Thema praktisch und forschend tätig in vielen unterschiedlichen Ländern und hat in den letzten Jahren, 2018 bis 2020, das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben Urbane Waldgärten, was ja auch in der Einladung verlinkt war, geleitet. Da ging es um die Voruntersuchung auch, wie die Umsetzungsmöglichkeiten von gemeinschaftlichen Waldgärten in Städten eigentlich gegeben sein könnte. Es gibt eine Pionierfläche inzwischen auch in Berlin. Andere Städte sind interessiert. Es gibt eine aktive Gruppe, die auch online daran weiterplant in Berlin. Und mal sehen, wie es da weitergeht. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich bin die ganze Zeit dabei im Hintergrund, schalte mich jetzt aber stumm und mache die Kamera aus. Ihr habt alle den Chat schon entdeckt. Ich würde euch bitten, eure Fragen da laufend einzutippen. Jennifer macht nach jedem Block eine Pause, wo wir dann auf die Fragen gucken und auch hoffen, möglichst viele zu beantworten. Wie gesagt, vielleicht nicht alle in erschöpfender Tiefe, denn wir haben leider natürlich wieder viel zu wenig Zeit heute, anderthalb Stunden. Ich hoffe, ihr hört mich alle gut. Ansonsten schreibt das auch in den Chat. Ich kümmere mich dann darum. Viel Spaß euch. Guten Abend auch allerseits von mir. Vielen lieben Dank, liebe Gudrun, für die Einladung zu dem schönen Webinar in dieser Reihe bei euch in der Anstiftung. Ich freue mich sehr, da heute dabei zu sein und jetzt auch nach abgeschlossener Voruntersuchung von den Erfahrungen und sagen wir mal Herausforderungen, Potenzialen, die wir so in dem Projekt erlernt haben, zu berichten. Ich freue mich sehr, dass so viele Leute dabei sind, Interesse haben. Ich bin nicht sicher, ob ich es schaffe, während der Präsentation auch die Fragen tatsächlich noch nebenbei zu lesen. Also würde ich sagen, wenn ich diese kleine Fragerunde in den Zwischenblocks aufmache, dann wäre es gut, wenn was ganz Dringliches ist, das nochmal kurz zu schreiben oder nochmal rein zu kopieren. Ich weiß nicht, ob man sich dazuschalten kann, eventuell auch eine Frage mündlich stellen. Also das werden wir ja gleich sehen. Also ich fange an. Gudrun hat schon gesagt, ich habe sehr lange als Praktikerin, als Landschaftsplanerin Waldgärten geplant, vor allen Dingen im ländlichen Raum, komme aber aus Berlin und habe mich dann irgendwann gefragt, wie kann man eigentlich die ganzen Themen, die wir in der Stadt derzeit haben, Klimaanpassung, Biodiversität, Leute wollen Gärtnern, haben Lust, die Stadt mitzugestalten. Wie kann man das eigentlich unter einen Hut bringen? Könnte nicht der Waldgarten ein Prinzip sein, was mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, also Synergien schaffen kann? Und da ist die Idee dann geboren worden, dieses Projekt an das Bundesamt für Naturschutz zu schreiben und daraus zu ein Entprobungs- und Entwicklungsverfahren zu machen, was ein schönes Format ist insofern, als dass man tatsächlich ganz anwendungsorientiert forscht und entwickelt. Also wir haben in den 2 Jahren eben geschaut, ob Waldgärten in der Stadt machbar sind. Wie gesagt, das Ganze wurde finanziert vom Bundesministerium für
Umwelt-Naturschutz und nukleare Sicherheit über das Bundesamt für Naturschutz und hat uns eben in die Lage versetzt, 2 Jahre lang ganz intensiv urbane Waldgärten zu beforschen und zu entwickeln. Ich möchte, was Gudrun auch schon gesagt hatte, in 3 großen Themenblöcken jetzt das Thema Waldgärten mal umkreisen. Ein bisschen ganz kurz was zu dem Projekt, dann das Thema, was ist überhaupt ein Waldgarten? Ich denke, viele haben schon mal davon gehört und ich kann da heute auch nicht so ganz, ganz tief einsteigen, aber mal die Grundzüge nochmal herauszustellen, was eigentlich das Schöne am Waldgarten ist. Und dann die Frage, was Waldgärten in Städten leisten können, warum sie da als Konzept einen guten Beitrag bringen könnten und unter welchen Bedingungen eben Waldgärten, Gemeinschaftswaldgärten vor allen Dingen in der Stadt etabliert werden können. Am Ende würde ich gerne wirklich die letzte halbe Stunde Fragen und Diskussionen eröffnen, um alles, also was da auf dem Herzen liegt, beantworten zu können. Denn das Ganze wendet sich auch eigentlich an die breite Öffentlichkeit mit dem Wunsch, dass man da so ein bisschen grundlegende Fragen auch unterstützen kann, wenn Leute Waldgärten in Städten machen wollen oder Initiativen. So, das Projekt Urbane Waldgärten war, wie gesagt, ein Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben. Das haben wir zusammen mit Thorsten Lipp, Andreas Zurell und später auch Luisa Gedon an der Universität Potsdam von Juli 2018 bis April diesen Jahres durchgeführt. Und das Ziel war zu gucken, ob das überhaupt machbar ist in Städten in Deutschland. Wie man das sozusagen in Städten definieren kann, also welche Standorte dafür geeignet sind, wer müsste eigentlich damit kooperieren, welche Ämter müssen beteiligt sein und wie schafft man es, Menschen daran zu beteiligen oder gibt es überhaupt Interessierte dafür? Und das fand vorwiegend in Berlin statt, aber auch in Kassel in der zweiten Hälfte des Projektes und auch in sehr starker Absprache mit vielen anderen Städten, die jetzt aber, sagen wir mal, auch jetzt in der Antragsphase für die Umsetzung auch Corona-bedingt da leider nicht mehr mitziehen konnten. Aber wir hatten sehr viel Interesse bundesweit auch von städtischen Akteuren, die fragen, ob Waldgärten machbar sind dort. Der erste Teil hat sich damit befasst, erstmal zu gucken, auf was für Standorten das eigentlich funktionieren könnte, was dazu führte, auch zu überlegen, wie kann man eigentlich systematisch solche Standorte suchen, deren Eignung für Waldgärten prüfen, was sind Kriterien, die letztendlich eingehalten werden müssen, also ein ganz wichtiges Thema, wie muss der Boden beschaffen sein, dass man da überhaupt essbare Pflanzen anpflanzen kann. Wie kann man Flächen langfristig sichern für Waldgärten und wie kann man eigentlich mit Menschen zusammen das Thema Waldgärten entwickeln und daraus gemeinschaftliche Waldgärten als Betreiberkonstellation schaffen. Wir haben jetzt kürzlich den Antrag gestellt, also im Sommer, beziehungsweise kürzlich nochmal erneuert, zur Umsetzung von dem von mehreren Pilotvorhaben in Berlin und Kassel ab Frühjahr 2021 und hoffen, dass wir dann auch bald starten können. So, was ist eigentlich ein Waldgarten? Kurz zusammengefasst sind Waldgarten waldartige Gärten, also menschengemachte Gärten, die es ermöglichen, in mehreren Vegetationsschichten ökologisch, naturnah Obst und Gemüse anzubauen. Auf der linken Seite das große Bild ist ein Waldgarten von Martin Crawford in England, einer der ältesten, die es in Europa im gemäßigten Klima gibt, wo man sieht, das ist schon ein richtig dichtes, waldartiges, so ein kleiner Dschungel, kann man fast sagen. Entscheidend ist, dass wir wirklich mehrere Schichten übereinander, nebeneinander als dreidimensionalen Raum nutzen, um essbare Pflanzen anzubauen. Und zwar vorwiegend essbare Pflanzen. Es finden auch andere Pflanzen wichtige Rollen, also die jetzt zum Beispiel Nährstoffe im Kreis führen. Aber es geht vor allen Dingen darum, eben diese Waldstruktur nachzuahmen mit zum Beispiel Obst- und Nussbäumen, Sträuchern zum Anbau von Beeren oder Tee, Gemüse und Kräuter. Und die müssen so miteinander kombiniert werden, dass sie miteinander gedeihen und geerntet werden können. Dabei bleibt es nicht aus, dass man natürlich auch Fehlschläge hat,
Das heißt, eigentlich muss man an jedem Standort so ein System ganz standortangepasst entwickeln und auch beobachten, wie die Pflanzen interagieren und sich eigentlich sehr doll auf diese Ebene einlassen, sich mit den Pflanzen auseinanderzusetzen. Wie wachsen die eigentlich? Wie können die sich gegenseitig auch über die Zeit unterstützen in ihrem Wachstum in einem gesamten Pflanzengesellschaftssystem? Entscheidend ist eben, dass dieser Waldgarten nicht nur ein schöner Garten auch sein kann, sondern dass es eben darum auch geht, gesunde Lebensmittel zu produzieren in einer großen Vielfalt. Auch über das ganze Jahr, also möglichst die Vegetationsperiode auszunutzen und eine große Abfolge von Erntemöglichkeiten zu schaffen. Der Wald, wie der Name schon sagt, ist dabei ein strukturelles Muster, insofern als dass man eben die verschiedenen Etagen des Waldes, die verschiedenen Schichten nachahmt und sich dabei klar machen muss, was eigentlich die beiden Hauptmerkmale von Wäldern sind, und zwar Artenvielfalt und Mehrjährigkeit. Eigentlich alle natürlichen Waldgesellschaften zeichnen sich durch eine hohe Vielfalt an mehr- und einjährigen Pflanzen aus, aber insgesamt sind die Systeme mehrjährig. Dabei geht es dabei auch darum, in einem nach und nach stabiler werdenden System sogenannte komplementäre Arten zusammenzubringen, die sich eben gegenseitig ergänzen und nicht in Konkurrenz sind. Und ein weiterer Merkmal eigentlich von allen natürlichen Ökosystemen ist, dass dort die natürlichen Ressourcen, also die Sonnenlicht, die Nährstoffe, die im Boden sind und das Wasser, möglichst effizient genutzt werden und lokale Kreisläufe mehr und mehr auftauchen. Es geht also darum, lokal die Ressourcen optimal im Kreis zu führen und zu nutzen. Das Vorbild für den jeweiligen Waldgarten ist in dem jeweiligen Klima dann ein Laubwald, der hier natürlich vorkommen würde. Und da müssen wir vor allen Dingen, wenn man jetzt so an die tropischen Waldgärten denkt, im Vergleich zu hiesigen Waldgärten sagen, dass hier der limitierende Faktor des Licht ist. Es wachsen zwar, wie man hier zum Beispiel auf dem linken Bild in diesem Wäldchen sieht, im Unterwuchs Pflanzen, aber die haben natürlich starke Schattenzeiten im Sommer, weil die Lichtintensität nicht so stark ist wie jetzt in weiter südlichen Gefilden. Also in Südportugal, Marokko oder sowas, das sind an die 2000 Watt pro Quadratmeter, hier 1000 Watt pro Quadratmeter. Und am Ende ist es ganz interessant, dass wir auch dieses Licht, diese Energie, die von der Sonne kommt, die brauchen wir auch am Boden, dann in dem Halbschattenbereich, wo die Pflanzen dann wachsen. Das heißt, viele Waldgartensysteme, so auch dieses nochmal von Martin Crawford, hat immer wieder solche Waldrandsituationen auch, wo dann quasi auch im Tagesverlauf Licht und Schatten sich abwechseln. Also das zeige ich gleich nochmal, das gibt so ganz unterschiedliche Strukturen, wie man den Waldgarten dann auch entwickeln kann, gestalten kann. Und dann so ein paar Skizzen. Das Entscheidende eigentlich ist im Gegensatz zu einer Streuobstwiese oder anderen Agroforstsystemen, also Agroforstsystemen, Bäume und andere Agrarprodukte, ist beim Waldgarten, dass es mindestens drei Schichten sein sollten, also Bäume, Sträucher und Kräuterstauden. Es kann aber auch eine sehr, sehr strukturreiche Schicht sein aus unterschiedlichen Altersbeständen von Bäumen. Es kann eine relativ dichte Kronendecke sein, wobei dann hat man Schwierigkeiten zunehmend bei dem Alter der Bäume dann auch im Unterwuchs, im Schatten andere Pflanzen anzufangen. Aber in so einem größeren Waldgarten wird man üblicherweise auch ein Wechselspiel haben von offeneren Bereichen, Lichtungen oder auch zum Beispiel im Teich oder auch Bereichen jetzt im Gemeinschaftsgarten, wo dann eben Versammlungsplätze stattfinden, Orte sind des Aufenthaltes. Das heißt, es gibt nicht den einen Waldgarten, sondern diese Struktur, dieser Reichtum auch an verschiedenen kleinen Strukturen kann sehr schön genutzt werden, um eben auch dann Gärten zu gestalten. Rein theoretisch gibt es 7 Schichten beim Waldgarten, also die werden hergeleitet. Ich darf leider hier keine Copyright-Bilder zeigen, deshalb mal der Versuch, das irgendwie zu skizzieren, mehr oder weniger. Die oberste Schicht sind Hochstämme, meistens üblicherweise Obst- und Nussbäume, also Großbäume wie zum Beispiel Walnüsse oder Kastanien. Dann Kleinbäume, Halbstämme, also oft Apfelbäume,
Pflaumen oder solche Pflanzen sind oft nicht ganz so hochwüchsig. Und dann kommt die Schicht der Beerensträucher. Auch hier ist ein fließender Übergang. Also zum Beispiel Haselsträucher können auch ein bisschen baumartiger wachsen, groß werden. Und andersherum kann man auch Bäume etwas strauchiger schneiden. Dann aber die Schicht der krautigen Pflanzen, also üblicherweise alles, was eben nicht verholzt. Und das wird nochmal unterteilt in Bodendecker und Wurzelpflanzen, die jetzt unter der Erde eben, zum Beispiel Möhren oder andere Wurzelpflanzen, ihre Ernte liefern und dann eben die Kletterpflanzen. Unter der Erde ist der Waldgarten eigentlich genauso wichtig wie über der Erde. Also auch hier versucht man mit den Pflanzen sich ergänzende Strukturen zu schaffen, die Nischen zu füllen. Also wie wir hier den dreidimensionalen Raum nutzen für Bäume, Sträucher und unten drunter eben verschiedene Bodendecker oder Kletterpflanzen, ist unten drunter unter der Erde, was wir jetzt nicht sehen, üblicherweise der Raum auch mit Wurzeln zu füllen. Und wenn man da jetzt Wurzeln nimmt, die sich ergänzen, also tiefwurzelnde Pflanzen mit flachwurzelnden Pflanzen zusammen, faserige mit ausläuferbildenden Wurzeln zusammen, dann kann man auch unter dem Boden quasi die Verfügbarkeit an Wasser und Nährstoffen gut in ein Geflecht bringen und eben beim Design auch aufpassen, dass man jetzt nicht Wurzeln oder Pflanzen nebeneinander stellt, die eben stark miteinander konkurrieren, zum Beispiel was das Wurzelwerk betrifft. Hier sind auf der linken Seite mal von Martin Crawford aus dem, ach Quatsch, von Dave Jackie und Eric Thunsmeier. Die haben eine wunderbare Zeichnung dazu. Einige Beispiele, wie Pflanzen wachsen, wie die Wurzeln unter der Erde wachsen, also Rhizome oder Fallwurzeln, Flachwurzeln, die Birne. Und das ist ganz interessant, eben bei der Pflanzenauswahl zu beachten. Ich möchte damit eigentlich so diese kleine Einführung zum Waldgarten auch schon abschließen und vor allen Dingen diese vier Bücher mal empfehlen, die sehr empfehlenswert sind, aus meiner Sicht alle sehr, sehr gut und ergänzen sich sehr gut. Das Waldgartenbuch ist das einzig deutsche Buch meiner Kenntnis nach. Und dieses Edible Forest Gardens geht sehr, sehr stark, ein zweiteiliges Buch in die Richtung Planung, Design von Waldgärten und liefert ganz tolle Grundlagen, wie man eigentlich sich sozusagen dem Thema sehr differenziert nähern kann. Martin Crawford spricht sehr viel aus der Praxis und auch das Buch von Thomas Remiatz berichtet sehr viel von den Waldgärten in der Praxis. Ganz verschiedene Beispiele, vor allen Dingen aus England, aber auch aus Deutschland, wie auch Gemeinschaften Waldgärten eben zusammen anfangen anzulegen. Und jetzt würde ich gerne eine ganz kleine Fragerunde machen und versuche mal, was aufzugreifen. Gibt es Erfahrungen, die Behörden? Also diese Frage jetzt hier lese ich einfach mal vor. Gibt es Erfahrungen, wie Behörden es annehmen, auf einer Fläche, die amtlich als Wald eingetragen ist, ein Waldgarten gestaltet wird? Es gibt dazu keine Erfahrungen in Deutschland. Ich gehe darauf nachher noch mal ein bisschen genauer ein auf diese verschiedenen Grünflächenkategorien. Ich sage mal so, die Förster reagieren teilweise etwas befremdet, weil essbare Pflanzen oft nicht klassische Forstpflanzen sind. Also das Integrieren von Walnüssen oder Kastanien oder Pflanzen, die eben auch schon lange hier im Wald mit angebaut wurden oder auch historisch mal mit angebaut wurden, treffen da eher auf Verständnis, aber in einer klassischen Waldkategorie, also Flächenkategorie, ist mir bisher noch kein Waldgarten bekannt. Auf die Pflanzenebene wollte ich jetzt nicht eingehen, das ist ein bisschen zu differenziert. Genau, wie groß sollte ein innerstädtischer Waldgarten mindestens sein? Tiny Forest, dagegen abgrenzen. Also sagen wir mal so, Waldgärten haben keine Standarddefinition, was die Größe betrifft. Wir haben für das Projekt mal definiert mindestens 5000 Quadratmeter. Und zwar anhand der internationalen Definition, was ist eigentlich ein Wald? Und anhand der Annahme, dass wir gucken wollen, was kann eigentlich so ein Wald für klimatische Vorteile liefern? Zur Biodiversität. Und dazu braucht man einfach eine gewisse Grundgröße.
Es kann aber auch, ja, es gibt auch kleinere Flächen. Ich hatte bei der Internationalen Gartenausstellung einen Waldgarten mit 500 Quadratmetern, wo man auch schon wunderbar zeigen konnte, wie das Prinzip Waldgarten funktioniert. Im Prinzip kann man das auch in einem Kleingarten anlegen. Also es gibt dazu keine genaue Regel. Es sollte einfach mehr sein als ein Baum und ein Strauch. Aber da scheiden sich auch die Geister. Also hier in dem Buch von dem Thomas Remiatz sind auch so kleinere Vorgärten gezeigt, wo eigentlich nur eine Pflanzengesellschaft zusammengestellt wird. Pilze und andere Myzelen, welche Rolle sie, welchen Platz sie im Waldgarten haben, ist hier die Frage. Also Pilze sind ganz, ganz wichtige Destruenten, vor allen Dingen im Bodenleben oder auch bei der Zersetzung von Holz. Natürlich auch interessante Nahrungsmittel. Ich habe selber bisher noch nicht so viel mit Pilzen gearbeitet. Ich denke aber, das ist eigentlich ein ganz wichtiges, kleines Bindeglied eigentlich in der Kreislaufführung von Nährstoffen und kann in einem Waldgarten einen ganz wunderbaren Platz finden. So, ich mache jetzt mal weiter, auch wenn ganz, ganz viele Fragen sind. Das Beispiel bei der IGA ist leider nicht mehr da, beziehungsweise wächst ein bisschen noch vor sich hin, wurde aber nicht mehr gepflegt. Da war einfach nach der IGA in dem Sommer kein Wasser mehr dort und das war leider nicht auf lange Zeit ausgelegt. So, ich gehe mal weiter mit einem Bild aus einem relativ jungen Waldgarten, weil ich möchte nämlich darauf hinaus, dass Waldgärten ja vor allen Dingen auch kein statisches System sind, sondern die entwickeln sich über die Zeit und alles, was am Anfang gepflanzt wird, sollte man, also was man später da haben will an Bäumen, wie weit die voneinander wegstehen, sollte man bei dem Design, bei der Gestaltung des Waldgartens am Anfang schon mehr oder weniger im Kopf haben oder auf dem Plan zeichnen, sich klar machen. Und entscheidend ist, wenn wir jetzt über die ökologischen Wechselwirkungen der Pflanzen sprechen, also sei es eben Wasserhaushalt im Boden, Nährstoffe, aber vor allen Dingen Sonne und Schatten, Lichtverfügbarkeit, dann ist das eine Sache, die sich über Jahre und Jahrzehnte verändert und entwickelt. Das heißt, in den ersten Jahren ist natürlich der Waldgarten noch gar kein richtiger Wald, sondern eigentlich wie ein kleiner Obsthain und der Ertrag findet vorwiegend in den bodennaheren Schichten statt, in Kräutern und Gemüse. Über die Jahre sind nach 3 bis 5 Jahren, je nachdem wie alt die oder wie ausgewachsen die Sträucher sind, die man hat, die man pflanzt, fängt dann auch die Strauchschicht an, ertragreicher zu werden. Und die Bäume nach 7 bis 10 Jahren, kann man sagen, kommen dann langsam in eine Ertragsfähigkeit. Das heißt, wir haben solche abwechselnden Phasen über die Jahre. Wenn man sagt, jetzt in einem alten Waldgartensystem, wo die Kronen dann mehr beschatten, wird natürlich der Unterwuchs etwas weniger ertragreich oder verändert sich in der Zusammensetzung. Und das sollte man immer im Kopf haben, wenn man so einen Waldgarten plant, dass es eine Sache ist, die überhaupt nicht statisch ist. Ganz damit eng verbunden ist die ökologische Wirkung, die klimatische Wirkung. Der Lebensraum eines Waldgartens eben zum Beispiel auch für die Tiere, für die Biodiversität in der Stadt. Ganz einfache Regel, je älter der Waldgarten, desto größer ist sein ökologischer und klimatischer Beitrag. Der klimatische einfach deshalb, weil die Prozesse Wasserspeicherung, Verdunstung, also auch Wasserrückhalt im Boden, die passieren natürlich alle stärker, wenn mehr Vegetation da ist. Sogenanntes Grünvolumen, je mehr Grünvolumen, da kann man sich vorstellen, je mehr Schichten an Blattmasse übereinander sind, desto mehr Wasser kann gespeichert werden, desto mehr wird zum Beispiel der Boden beschattet, weniger Evaporation findet oder Verdunstung findet direkt vom Boden statt. Das heißt, das gesamte System kühlt sich besser ab, je mehr Blattmasse dann da ist. Wir haben auch den klimatischen Beitrag der CO2-Speicherung. Ich denke aber, dass in der Größenordnung von Waldgärten, wie sie jetzt in Städten gedacht werden, dass das vielleicht noch nicht so ein relevanter Beitrag ist. Aber der Beitrag der Kühlung kann durchaus auch schon von so einem 5000 Quadratmeter großen Waldgarten da sein. Und das möchten wir dann auch gerne messen in dem weitergehenden Projekt. Entscheidend ist für den Waldgarten auch der Boden als lebendiger
als lebendiger Wasserspeicher. Zum einen hat man dort sehr viel Bodenleben, das dazu beiträgt, dass eben diese Porigkeit, die Wasserhaltekraft vom Boden verbessert wird, indem Nährstoffe, vor allen Dingen Humus, gebildet wird durch die Bodenlebewesen. Und diese Wasserspeicherung trägt auch dazu bei, dass man lokal einen Klimaanpassungseffekt hat, indem zum Beispiel Starkniederschläge besser gepuffert, infiltriert werden können, als wenn die eben oben abfließen, wenn der Boden offen ist. Genauso ist der Beitrag hinsichtlich der Artenvielfalt, des Lebensraums, der Lebensraumfunktion auch größer, je älter der Waldgarten ist, weil sich dadurch einfach mehr verschiedene Lebensraumnischen bilden können. Also man kann sich vorstellen, dass eben durch diese Strukturvielfalt, die ein Waldgarten dann über die Jahre hat, viele verschiedene Arten dort nisten können, viele Blütenpflanzen Nektar bieten, also es ist ein sehr insektenfreundlicher Garten. Man versucht auch extra viele Pflanzen anzupflanzen, die eben Bestäuber anlocken, weil wir ja bei der Obstproduktion und Beerenproduktion auch auf die Bestäuber angewiesen sind, um die Blüten zu bestäuben und Früchte am Ende ernten zu können. Und wie man hier auf dem Bild so ein bisschen sehen kann, ahnen kann, bei unserem Filmchen auf der Webseite, ist natürlich das Bodenleben unter der Erde mindestens genauso wichtig wie über der Erde. Es ist auch viel, viel mehr. Und das ist ein ganz wichtiger Beitrag eben zum Nährstoffumsatz, zum Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Und wenn man die Pflanzendecke hier oben über die Jahre immer besser schließt und den Boden ungestört lässt, desto besser kann das Bodenleben dazu beitragen, eben auch Nährstoffe umzusetzen und damit wichtige Funktionen wie Bodenwasserhaushalt und so weiter zu verbessern. So, jetzt, das sind mehr oder weniger die ökologischen Funktionen, wenn man die mal so zuspitzen möchte. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, ein Waldgarten ist natürlich in der Stadt, hat sehr das Potenzial, auch ein ganz wichtiger sozialer Ort zu sein, ein Ort der Umweltbildung, wo man ganz viele verschiedene Sachen lernen kann, ein Ort der Begegnung, wie das viele, viele Gemeinschaftsgärten sind und auch ein Ort der Erholung. Und nicht zuletzt eben auch ein Ort, an dem man gesunde Nahrungsmittel produzieren kann und gärtnern kann und sich eben daran erfreuen, dass man vielleicht aus den Nahrungsmitteln auch was Leckeres, Vielfältiges produzieren und essen kann. Beim Thema Umweltbildung habe ich bei der Internationalen Gartenausstellung der IGA 2017 hatte ich einen Waldgarten gemacht und habe den ganzen Sommer über mit verschiedensten Altersstufen Unterricht gemacht in diesem Waldgarten, der relativ kurzfristig angelegt war. Und die Erfahrung für mich war ganz interessant, dass man einfach Kindern sehr gut oder Jugendlichen sehr, sehr gut die verschiedenen Zusammenhänge beibringen kann. Also man kann gut erläutern, wie hängt denn der Boden mit den Pflanzen, mit dem Wasserhaushalt, mit den Tieren, mit dem Klima zusammen. Und das ist eigentlich ganz verrückt, dass in den Schulen oft die Lehrer, die Erdkundelehrer oder die Biolehrer, die unterrichten irgendwie nur eine Sparte. Und aber die Sachen hängen ja zusammen. Das heißt, in dem Waldgarten konnte man ganz gut erläutern, wie jetzt zum Beispiel diese Klimaveränderungen, tatsächlich die höheren Temperaturen zum Beispiel und die trockeneren Sommer sich auswirken auf die Pflanzen und was das wiederum auf den Boden macht. Vor allen Dingen auch dieses beobachtende Lernen ist ganz, ganz schön im Waldgarten und ich denke, das sind Räume, die wir brauchen, um möglichst früh zu lernen, wie man mit der Natur besser umgehen kann und wie und woher eigentlich unsere Lebensmittel auch kommen und auch kommen können und kommen sollten. Insofern bin ich ganz doll dabei gewesen, bei dem urbanen Waldgarten die Verbindung zu Umweltbildungsakteuren herzustellen und auch für alle Standorte, die wir entwickeln, gleich mit einem Partner für Umweltbildung dann auch ein Konzept zu entwickeln, wie man da mit Schulen, Kindergärten, aber auch Erwachsenen dann das Thema Umweltbildung wirklich auch systematisch entwickeln kann. Nicht zuletzt ist es der Waldgarten eben ein naturnaher, mehrschichtiger Lebensmittelanbau. Hier ein ganz kleiner Garten,
zum Thema Größe nochmal, der ist, glaube ich, nur 200 Quadratmeter groß in der Nähe von, oder in Reading, in der Nähe von London. Und ich habe mal aus diesem 500 Quadratmeter Garten bei dem IGA Campus 2017 eine kleine Beispielliste, einen Erntekalender zusammengestellt, wo man eigentlich auf diesen 500 Quadratmetern hatte ich 200 verschiedene essbare Pflanzen kombiniert. Und hier sieht man jetzt, die Winterzeit ist zwar nicht optimal genutzt, aber im Frühjahr, Sommer lässt sich eine Ernte aus verschiedensten Komponenten gewinnen, aus den Blättern, aus den Blüten, aus den Wurzeln. Genau, also das heißt, wir haben also eine Vielfalt an, ja, sagen wir mal, altbekannten Arten von Pflanzen, Äpfel, Birne, Kirsche, Walnuss, aber eben auch Wildobst zum Beispiel, das wir hier vielleicht nicht so gewöhnlicherweise essen wie die Berberitze, die aber überall wächst. Oder auch Pflanzen, die man im Bioladen kauft, die aber auch eigentlich an jeder Ecke hier wachsen, die Goji-Beere. Und dann zum Beispiel auch exotischere Pflanzen wie die Akebie oder den Yakun, die auch gut in einem Waldgarten kombinierbar sind. Wichtig ist dabei, dass man nicht nur verschiedene Arten kombinieren kann, sondern auch das Thema Sortenvielfalt mit berücksichtigen sollte. Also zum Beispiel, wenn man jetzt mal ein einfaches Beispiel nimmt, Johannisbeeren, da gibt es frühblühende und früherntbare Sorten und spätblühende und späterntbare. Wenn wir jetzt verschiedene Sorten kombinieren, dann kann man den Erntezeitraum zum Beispiel über den Sommer strecken oder über den Frühsommer strecken. Und genauso kann man eben auch durch diese Sortenvielfalt die ja eben auch diese Bestäuberperiode verlängern und auch die Anfälligkeit gegenüber Schädlingen zum Beispiel reduzieren, indem die Sorten einfach untereinander, also unterschiedlich reagieren. Interessant finde ich die Nutzung einheimischer Wildobstsorten, dass tatsächlich viele von dem Wildobst, also wie zum Beispiel die Berberitze, haben sehr, sehr hohe Vitamingehalte. Und ich denke, die haben in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten nochmal einen ganz schönen Aufschwung unter dem Thema Superfoods oder was auch immer gefunden. Und ich denke, da liegt ein großes Potenzial, eben auch die lokalen alten Arten wieder zu entdecken und mit auf den Speiseplan zu bringen. Der Waldgarten versucht dabei, als ökologischen Anbau wirklich nur die lokalen Nährstoffe im Kreis zu führen und den Boden ganz gezielt aufzubauen und setzt keine Pestizide oder synthetischen Düngemittel ein. So, nächstes Thema, so ein bisschen Themenabschnitt, ist jetzt nochmal zusammenzufassen, warum eigentlich Waldgärten für Städte interessant sein könnten. Und das steckt eigentlich in den bereits genannten Themen schon mit drin. Also eigentlich die meisten Städte stehen vor großen Herausforderungen. Die Klimaanpassung, stärkere Hitze ist ein großes Thema, aber auch Starkniederschläge. Das Thema Verlust von Artenvielfalt ist ein Thema. Es ist ein zunehmend großer Druck auf den Grünflächen. Und ich finde auch ein großes Potenzial, weil Menschen, Leute, Stadtbewohner wirklich Lust haben, auch an den städtischen Flächen mitzuwirken, die mitzugestalten und sich dort auch einen Begegnungsraum zu entwickeln. Und so denke ich, ist Waldgarten ein System, was ein multifunktionales Flächennutzungskonzept ist, was eben Klimaanpassung, Schutz der Biodiversität des Bodens mit sozialen Funktionen verbindet. Und dieser steigenden Nachfrage und dem großen Interesse von Leuten nach Urban Gardening, nach essbarer Stadt und auch an, also Mitgestaltung eigentlich darin möglich zu machen. Die Frage ist, wie? Und wir haben, also ich habe eigentlich die Inspiration daraus gefunden aus einem Artikel auch, der 2012 schon veröffentlicht wurde, hier Introducing Urban Food Forestry, die in vor allen Dingen England und Nordamerika sehr viele schon bestehende Initiativen untersucht hatten und festgestellt haben, dass Waldgärten eben in Städten funktionieren und ein interessantes Konzept sind, wo Leute eben genau aus unterschiedlichen Gründen, Ernährungssicherheit, Biodiversität, verschiedene andere Gründe eben anfangen, Waldgärten in Städte hineinzubringen.
interessantes Thema, wo ich mich jetzt nicht so gut auskenne, aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist, dass in den letzten Jahren auch diese Gesundheitsförderung entdeckt wird. Also vor allen Dingen in Schweden und Dänemark gibt es einige Studien oder auch einige Waldgarteninitiativen, die was zum Beispiel mit therapeutischen Waldgärten machen, also sei es mit Kindern, aber sei es eben auch mit älteren Leuten, die gucken, wie sich das eigentlich zum Beispiel auf Faktoren wie Stress oder so auswirkt, jetzt in so einem Waldgarten zu gärtnern und die den Waldgarten auch eben ganz große Potenziale nachsagen. Das ist auf der rechten Seite hier so ein Frontiers of Psychology, also eine wissenschaftliche Publikation aus dem medizinischen Bereich. So, jetzt ist das Ganze nicht nur voller Potenziale und sage ich mal, Ideen, was man damit alles machen kann, sondern natürlich auch vor einigen Herausforderungen und knüpft aber auch ganz stark an die Forderungen von Bürgern, von Menschen nach der Verstetigung von Gemeinschaftsgärten. Und ich habe, als ich das Urban Gardening Manifest das erste Mal gelesen hatte, dachte ich, Mensch, genau das ist es. Wir wollen also diese Forderung nach langfristigen Wurzeln, nach langfristigen Gartenentwicklungen, könnte, ist ein Thema, was natürlich der Waldgarten braucht, weil Bäume einfach Platz und lange Zeit brauchen. Und man sieht zunehmend, also die Menschen in den Gemeinschaftsgärten, die möchten Verantwortung übernehmen und es gibt verschiedene Facetten, auch von Pflegekonzepten in Parks. Also Menschen wollen in ihrer Stadt, in ihrem Lebensraum und wir mitgestalten und mitwirken. Und da ist es ein bisschen schwierig, die Grünflächenämter davon zu überzeugen, dass es da auch eine gewisse Kontinuität geben kann. Der Waldgarten ist natürlich als dauerhaftes, langfristiges System, was erstmal Jahre oder Jahrzehnte braucht, um aufgebaut zu werden, darauf angelegt, dass man eine langfristige Planungssicherheit für einen Standort braucht. Also es macht wenig Sinn, für 5 Jahre einen Waldgarten zu planen, weil die Bäume dann überhaupt erst anfangen, als Bäume wahrnehmbar zu sein. Und jetzt in den Diskussionen mit Städten, mit Verwaltungen, ist eben diese Frage, wie kann denn eine verbindliche Betreiberstruktur für so einen Waldgarten funktionieren? Und das ist auch was, was wir uns angeschaut haben, wo ich nachher noch mal ein bisschen versuche, näher drauf einzugehen. Das heißt, ich würde hier nochmal eine kleine Fragerunde machen, gucken, was an Fragen jetzt reingekommen ist. Also es sind aber so viele, das schaffe ich nicht. Ich gucke jetzt gerade mal. Gudrun, kannst du mir helfen? Ich habe viele andere Interaktionen jetzt. Es gibt jetzt noch Fragen, glaube ich. Wie alt war der Igergarten? Gibt es Daten zu Erträgen in Waldgärten? Wo erkennt man Samen und Stecklinge von alten und exotischen Sorten? Das weißt du, wurden aber von anderen bereits aufgegriffen und teilweise auch schon beantwortet. Ach, fantastisch. Ich kann das nämlich nicht nebenbei noch den Chat zu lesen. Ja, es auch, wie alt der Igergarten war, glaube ich. Wie bitte? Wie alt der Igergarten war. Ach so, der Igergarten war überhaupt nicht alt. Der war 2016 ist der entstanden. 2017 war die Iger. Und 2018 ist das so langsam ins, Vertrocknen dann gegangen. Das Problem ist halt mit diesen Gartenausstellungen, die sind, also gerade dieser Campus war leider überhaupt nicht auf Langfristigkeit ausgelegt. Und ich hatte da einen Auftrag, oben auf dem Hügel, also auf diesem Kienberg, einen großen Waldgarten anzulegen. Das Problem war dann aber, dass dort der Boden kontaminiert war. Das ist ja ein alter Schuttberg. Und dass dann letztendlich kurz vorm Bauen das gestoppt wurde, weil da eben Bedenken waren. Dann sagten die plötzlich nach 2 Jahren Entwicklung, die Pflanzen, das soll man doch essen und so. Und dann habe ich gesagt, natürlich muss man die essen können. Also das wurde leider dann nichts aus diesem langfristigeren Waldgarten dort. Ja, und eine Frage sehe ich noch, habe ich gerade vergessen, gibt es Daten zur generellen Tiefe von Waldgärten? Wie Tiefe? Bodentiefe oder was für eine Tiefe? Ich denke, dass der... Wir hatten es jetzt gerade gepostet, habe ich wieder vergessen, dass das so gemeint war. Ja, genau, Bodentiefe. Also interessanterweise, ein Bild habe ich gezeigt, wo ich selber überrascht war. Das war auf einem Dach und die haben weniger als 1/2 Meter Bodentiefe. Also es ist, sagen wir mal so,
wenn man einen Waldgarten langfristig anlegen würde, ich würde immer sagen, so 1,5 Meter Bodentiefe mindestens ist eine gute Tiefe. Es kommt einfach darauf an, welche Pflanzen man haben will. Die kommen irgendwann an ihre Grenzen mit ihren Wurzeln und wachsen dann einfach nicht mehr nach oben und in die Breite. Und manche vertrocknen dann auch. Schwer zu sagen. Ja, es gibt ja auch Ökosysteme und Wälder auf flachgründigem Boden. Das sind dann eben nur bestimmte Pflanzen, die als Flachwurzler eben mit solchen steinigen Böden klarkommen. Wir hatten da bei dieser IGA, da gab es den Vorschlag, ob dort wegen diesem kontaminierten Boden dann Boden aufgeschüttet wird. Und das war so die Rede von 30, 40 Zentimeter. Und da muss man aber sagen, das ist vor allen Dingen dann für die Staudenschicht, also für die ganzen Gemüse und Kräuter, die entscheidende Bodenschicht ist. Genau, ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Ja, okay, gut, gerne. Noch eine Frage. Welche Bäume sind geeignet als Nachbarn? Riesengroße Frage. Also ich habe 2 ganz große Regale mit Baumliteratur, Obstbäumen, und es gibt sehr, sehr wenig leider nur Literatur, die irgendetwas über die Wurzeln aussagt. Also man muss natürlich bei Bäumen gucken, dass sich die Kronen auf die Dauer nicht in die Quere kommen. Also sich überlegen, wie groß werden die denn eines Tages? Wie ist ihr Wuchs? Wachsen die eher hoch und schmal oder wachsen die breit auslaufend? Sind die Wurzeln breit auslaufend? Man sollte natürlich jetzt nicht 2 Bäume nebeneinander stellen, die sich dann wirklich stark in die Quere kommen. Auf der anderen Seite, so in jungen Jahren, gibt es auch Prozesse, wo sich die Bäume gegenseitig unterstützen. Also man kennt das auch, dass Bäume so ineinander wachsen. Aber wenn die älter werden und auswachsen, dann kann das oft problematisch werden, wenn die aneinander anfangen zu reiben oder so mit dem Wind und dann brüchig werden. Genau. Ja, das ist so erstmal so als ganz allgemeine Antwort. Ich würde jetzt mal zu dem Thema kommen, wie jetzt Waldgärten dann als neue Form des Urban Gardening funktionieren könnten in Städten und unter welchen Bedingungen wir eigentlich den Eindruck hatten oder was wir herausgearbeitet haben, wie man Waldgärten in Städten etablieren könnte. Das wird jetzt relativ technisch, warne ich schon mal. Wir haben einfach versucht, das auf so eine, ja, sage ich mal, sehr systematische Art und Weise Kriterien aufzustellen. Wie kann man eigentlich Flächen suchen? Wie können Städte oder Initiativen oder Leute, die Interesse haben im städtischen Kontext, mal durchzudeklinieren, ist das an der und der Stelle überhaupt möglich? Wer wären denn die Partner? Was sind die Voraussetzungen? Oder sagen wir mal so, wir haben zum Beispiel in Berlin mit 20 Flächen angefangen. Das waren so die ersten Ideen und haben nach und nach und nach immer weiter beim Arbeiten festgestellt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Und dann sind 3 Flächen erstmal übrig geblieben. Und da gehe ich jetzt mal durch diese Verfahrensschritte, die sich damit befassen, am Anfang eben erstmal potenziell geeignete Flächen zu suchen, dann möglicherweise Ausschlusskriterien aufzustellen, also was sind Faktoren, unter diesen Bedingungen würde ich auf gar keinen Fall einen Waldgarten empfehlen, dann aber auch auf der anderen Seite, wenn man jetzt weniger Flächen schon hat, zu gucken, welche begünstigenden Faktoren gibt es denn dann, wie kann man denn herausfinden, ob es da auch die Akteure gibt, die da mitziehen. Und immer tiefer reinzugehen bis zu der Einzelflächenprüfung und dann auch ein Beteiligungsverfahren, was wir gemacht haben. Und wie man dann auch dazu kommen kann, an den Standorten dann gemeinsam einen Waldgarten zu planen und in Richtung Realisierung und Betrieb zu gehen. Das Ganze wird jetzt immer weiter gefüllt mit Informationen. Also ich fange mal an zu dem Thema, welche Kriterien hatten wir eigentlich aufgestellt, um Flächen zu suchen? Wir haben vor allen Dingen gesagt, als urbaner Waldgarten in der Stadt soll das möglichst innerstädtisch sein, dort, wo viele Menschen wohnen, gut erreichbar, wo viele Leute eben das Ziel Gärtnern, Erholung, Umweltbildung haben und wo man durch den Waldgarten möglichst viel positive Wirkungen erwarten könnte, sprich, also wo zum Beispiel Wärmeinseln sind, wo man kühlen könnte, wo
zum Beispiel Gebiete sind, wo man mit einem Baustein, einem grünen Mosaik, einen Baustein in einem Netzwerk von ökologischen Korridoren bauen kann oder wo eben auch soziale Belange erfüllt werden können, zum Beispiel Nähe zu Schulen, Nähe zu sozialen Einrichtungen. Das war jetzt aber ganz stark Kriterien auch für das Erprobungs- und Entwicklungsverfahren, um einfach zu gucken, wie kann man an einem mit so einem Pilotvorhaben einen Standort finden, wo man möglichst multifunktionale Beiträge durch diesen Waldgarten leisten kann. Und auch da haben wir diese Flächengröße von mindestens 5000 Quadratmeter festgesetzt, um einfach auch an einem Pilotvorhaben mal zu gucken, dass wir so einen mindestens 5000 Quadratmeter großen Garten auch aufbauen können, um dann zu diese ganzen, sage ich mal, Themen, Klimaanpassung, Artenvielfalt zu testen und auch wissenschaftlich untersuchen zu können. Die Frage der Typen, Flächentypen, kam vorhin schon das Thema Wald, da hatten wir uns auch mit beschäftigt, aber wir sind eigentlich dazu gekommen in dem Projekt, dass gerade innerstädtisch vor allen Dingen Grünflächen, also Teile von öffentlichen Parkanlagen oder Kleingartenanlagen möglich sind, auch zunehmend das Thema Friedhöfe in den Fokus kommt, mit auch einigen Schwierigkeiten. Aber auch möglicherweise Grünflächen an Sportstätten oder Bildungseinrichtungen dafür geeignet sein können oder Bauflächen mit hohem Grünanteil oder landwirtschaftliche Nutzflächen. Diese Kategorien sind, wenn man jetzt auf so einen Stadtplan guckt, also gibt es Nutzungskategorien, wo man erstmal so ein ganz grobes Screening machen kann, wo fange ich überhaupt an zu suchen. Das heißt, unsere Suche war zum einen immer natürlich Akteure zu fragen, Verwaltungen zu fragen, Initiativen zu fragen, aber auf der anderen Seite eben auch anhand von Planwerken zu gucken, wo sind eigentlich hier die Potenziale. Dann kommen eher so rechtlich-administrative Fragen, nämlich wem gehört eigentlich die Fläche, was manchmal gar nicht so leicht rauszufinden ist. Und gibt diese Fläche das eigentlich her, dass man die überhaupt für eine lange Zeit entwickelt? Also kann man sich vorstellen oder kann man das in irgendeiner Form heraushandeln, dass man dort für mindestens 20, 30 Jahre einen Waldgarten entwickeln lässt? Und nicht zuletzt, sondern ganz gleichermaßen wichtig ist eben auch die Frage, gibt es dort Menschen, die sich dafür interessieren und gibt es dort irgendwie eine Initiative, an die man anknüpfen kann, möglicherweise ein Verein, eine Bildungseinrichtung, die Lust hat, diesen Waldgarten auch zu tragen und zu entwickeln. Das Ganze jetzt in dem Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben würde ich jetzt als so ein Verfahren betrachten, was in zwei Richtungen ging. Also auf der linken Seite eine ganz intensive und systematische Konsultation der Akteure. Also wir haben eigentlich alle wichtigen Ämter besucht, befragt, erstmal informiert, was ist ein Waldgarten, die Senatsverwaltungen, also die Landesverwaltungen, Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, dann Stadtentwicklung, Wohnen, die Bezirksämter, also im Falle ja, anderer Städte sind das dann meistens die Kommunalverwaltungen, haben uns mit ganz vielen Urban Gardening Initiativen getroffen, haben die Wohnungsbaugesellschaften kontaktiert, die Umweltverbände, Kleingartenverbände und alle, die halt irgendetwas mit Grünflächen zu tun haben, um zu gucken, wo wäre eine mögliche Fläche und wo wäre das Potenzial, diesen Waldgarten langfristig anzuknüpfen. Gleichzeitig auf der rechten Seite habe ich mit einer Studentin zusammen ein Verfahren entwickelt, wie man eigentlich mit Geoinformationen und Planungsdaten, also Planwerken aus der Stadt, GIS-Informationen, systematischen Standortsuchverfahren machen kann. Das ist ein Modellierungsverfahren, was wir inzwischen auch für Kassel getestet haben, wo man dann Entscheidungen unterstützen kann. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass man sagt, ich möchte eine Fläche finden, die jetzt, wo jetzt ein Waldgarten eine Klimaaufwertung bringt, einen ökologischen Korridor unterstützt und gleichzeitig noch einen sozialen Mehrwert bringt. Und wenn man jetzt diese drei Suchfunktionen hat, kann man anhand von GIS eben so eine Art, das nennt sich Multikriterienanalyse, machen und sehen, wo sind die Flächen, die am meisten Funktionen dann generieren würden, wenn da ein Waldgarten steht. Jetzt noch eine Frage, sehe ich hier gerade. Und Verwaltung. Ich muss jetzt mit der Akte bringen. Ich versuche irgendwie gerade die Frage, die hoppelt es aber hin und her.
Genau, also das Thema hier zumindest ist Verwaltung überzeugen, erstmal interessieren, ja, in so einen Dialog bringen, was ist das eigentlich? Und vor allen Dingen, hier ist die Krux, glaube ich, dass man guckt, was sind eigentlich stadtpolitische Ziele derzeit? Also weiß ich nicht, was wird denn eigentlich geplant in Richtung Klimaanpassungen? Oder gibt es irgendwelche Synergien, die man dort schaffen kann mit so einem Waldgarten? Also nicht so aus dem Nichts kommen, sondern ich glaube, es gibt genug entwicklungspolitische Ziele in der Stadt, Debatten, die geführt werden im größeren städtischen Kontext, aber auch im kleinen. Der Park vor der Haustür, die Konflikte, was weiß ich, soziale Kontrolle oder so, wo man dann auch andocken kann und in so einen Dialog kommen kann mit den Verwaltungen über das Thema Waldgarten. Hier mal einen Schritt weiter, wenn man jetzt so überlegt, wie man diese Kriterien für verschiedene Standorte mal abfragt. Wir haben also, man fängt an, man sucht so diverse Standorte. Man sagt, die würden vielleicht irgendwie passen von der Größe. Da gibt es Leute, die haben Interesse, die haben Lust, was zu machen. Da gibt es ein riesengroßes Potenzial oder so. Die Fläche liegt die ganze Zeit brach. Was auch immer jetzt der Motor dahinter ist. Aber wir haben also eine ganze Reihe von Flächenvorschlägen bekommen von Verwaltungen, von allen möglichen anderen Akteuren. Und hier sind mal jetzt 12 Flächen, die in dieser Tabelle miteinander verglichen sind. Mit der Größe, dann verschiedene Kriterien, die dann eben zum einen auch Ausschlusskriterien sind, wie zum Beispiel, wenn dort auf der Fläche ein sehr, sehr hoher Baumbestand ist, weil es ist unheimlich schwierig, unter bestehende Bäume einen Waldgarten zu etablieren. Also es wäre nicht auch das Ziel, jetzt für einen Waldgarten in der Stadt Bäume zu fällen. Also haben wir geguckt, wo haben wir eigentlich Flächen? Also wenn hier und da ein Baum steht, ist es wunderbar. Aber wenn jetzt ein Kronenschluss von mehr als 50% dann da wäre, wäre das für eine Waldgartenentwicklung schon schwierig. Dann ein Kriterium, was ein absolutes Ausschlusskriterium ist, zum Beispiel das Vorhandensein von Altlasten in Böden. Das heißt, da kann man auf gar keinen Fall im Boden essbare Pflanzen anpflanzen, die man dann auch, von denen man auch Nahrungsmittel konsumieren möchte. Das Thema Versiegelung ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also natürlich im Idealfall würde man sagen, man kann die Fläche entsiegeln und dann Wald entstehen lassen. Das war auch bei einer Bürgerbeteiligung in Kassel die Forderung dann von den Leuten. Es ist aber relativ schwierig, eine Verwaltung davon zu überzeugen und auch mit hohen Kosten verbunden. Dann das Vorhandensein des Interesses von der Verwaltung ist ganz wichtig, also dass man da auch jemanden findet, der dafür ein offenes Ohr hat und letztendlich auch da mitzieht und andere Fachverwaltungen zum Beispiel mobilisiert, sich mal an einen Tisch zu setzen. Und auch das Anknüpfen an lokale Initiativen, denke ich, ist das A und O, um so eine Sache zu starten, um einfach zu gucken. Die Leute haben dann schon auch Ahnung, was dann in der Gegend passiert und wie man da am besten weitere Netzwerke schmiedet. Dann, ich hatte schon kurz angesprochen, dieses Thema langfristige Flächensicherung. Das ist ja ein Thema, was auch für alle Gemeinschaftsgärten, denke ich, ein kritisches Thema ist. Keiner hat Lust auf dieses ewige Umziehen und Zwischennutzungen. Das heißt, wir haben ganz von Anfang an immer gesagt, also es muss möglich sein, dann überhaupt die Perspektive geben, einen langfristigen Nutzungsvertrag zu machen und mit dem Eigentümer über eine langfristige Flächensicherung nachzudenken, auch wenn die Fläche nicht gekauft wird. Also was sind da für Möglichkeiten? Und dann gibt es sogenannte begünstigende Faktoren, die dann hinzukommen. Zum Beispiel, jetzt hier, nehmen wir hier den Prinzessinnengarten am Jakobi-Friedhof auf. Mit denen hatten wir auch eine Kooperation angebaut und geguckt, ob das dort machbar wäre, einen Waldgarten zu integrieren. Also dort sind wir in einem sehr dichten Stadtteil in Neukölln. Da wäre ein Waldgarten ein Klimabeitrag. Da wäre es auch ein Beitrag, da gibt es eine große städtische Kaltluftzone, es wäre ein ökologischer Korridor, es gibt dort Bildungseinrichtungen in der Nähe, da ist direkt eine U-Bahn, also ein öffentlicher Nahverkehr und es ist innerhalb von einem großen Berliner grüne Infrastrukturkorridor. Das heißt, da sind jetzt in diesem Falle hier lauter begünstigende Faktoren gewesen. Bei anderen Flächen ist das eben so ein Abwägen und wenn man jetzt
verschiedene Flächen gegenüberstellt, kann man durch so eine Tabelle sich einigermaßen klar machen, also wo sind die Faktoren, die sowas zum Beispiel völlig ausschließen, oder wenn das dann in die nähere Wahl kommt, welche sind dann die Faktoren, die das nochmal begünstigt. Das ist jetzt der erste Teil von dem Leitfaden, also auch zu dem Thema Auswahl geeigneter Standorte. Und zwar, wenn man also anfängt, geeignete Flächen zu suchen und die Kommunalverwaltungen oder Fachkreise abzufragen, dann sind das immer drei Ebenen, also diese ökologisch-räumlichen Fragen, rechtlich-administrative Fragen, aber auch die Frage, gibt es dort Akteure oder welche Akteure und Nutzer spielen damit rein? Das heißt, der erste Schritt eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich hätte mal so 5, 6 Ideen für Flächen oder man kriegt ein paar Vorschläge, zu überlegen, welche Faktoren schließen denn einen Waldgarten auf jeden Fall aus? Also wir hatten jetzt gesagt, für uns war ein Kriterium 5000 Quadratmeter. Das ist ja nichts, was faktisch einen Waldgarten ausschließt. Das war jetzt für uns ein Ausschlusskriterium. Aber ein wirklich faktisches Ausschlusskriterium, wo ich sagen würde, das ist nicht sinnvoll, einen Waldgarten zu machen, ist eben ein Altlastenstandort, eine sehr hohe Bebauung oder Versiegelung, das Vorhandensein von Wäldern, also da kommt man einfach in naturschutzrechtliche Problemzonen, es sei denn, das ist wirklich ein, also könnte ich mir vorstellen, ein offener Waldumbau, aber das stellt sich ganz ehrlich, ist relativ schwierig da mit den Baumschutzsatzungen und wie man dann eigentlich mit dem vorhandenen Baumbestand umgehen kann. Genau, und dann weitere Ausschlusskriterien, die für Flächen in Frage kommen, sind eben strenge Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. In vielen Städten, das ist aber auch unterschiedlich gehandhabt, aber in den meisten Städten Flächen, die vom Denkmalschutz geschützt sind, haben eigentlich keine Chance, in einen Waldgarten umgewandelt zu werden. Dann Wasserschutzgebiete sind auch sehr schwierig, weil dort eben gerade in den ersten Jahren würde man Leguminosen, also stickstoffansammelnde Pflanzen, im Waldgarten anpflanzen und genau das darf man in einem Wasserschutzgebiet nicht. Wir hatten einen konkreten Fall, wo wir das diskutiert haben und wo eigentlich klar war, dadurch, dass man die ersten Jahre eben schon auch beim Anpflanzen in dem Boden arbeitet, kommt das in einem Wasserschutzgebiet eigentlich nicht in Frage. Und dann jetzt andere Flächen, die rechtlich gewidmet sind, Spielplätze und derartiges, sind auch schwierig, auch wenn man da durchaus jetzt Bäume und Sträucher und essbare Pflanzen integrieren kann. Aber so richtig als Waldgarten, den man dann damit auch als Nutzungsvertrag festsetzen kann, hatten wir eigentlich nicht so einen Eindruck, dass das gelingen könnte. Und gleichermaßen würde ich auch davon abraten, wenn an einer Stelle wirklich keine unterstützenden Akteure in der Verwaltung da sind oder auch ein ganz großer Widerstand von Seiten der Nutzer oder Flächeneigentümer da ist, dann bringt das nichts, dort einen langfristigen Waldgarten aufzubauen. Das heißt, wir haben also gesagt, wenn eine oder mehrere dieser drei Aspekte oder Faktoren zutrifft, dann sollte man die Fläche nicht als Waldgarten entwickeln. Wenn diese Faktoren nicht zutreffen, dann kann man weiter reindenken. Und ich würde sagen, die Fläche ist grundsätzlich geeignet für einen Waldgarten und man kann dann den nächsten Schritt gehen, also weiter in die Tiefe. Und zwar würde ich das jetzt begünstigende Faktoren nennen. Ich habe das vorhin schon mal ein bisschen anklingen lassen, welche Faktoren das sind, also wo jetzt ein Waldgarten besonders viel Beitrag für viele Menschen in der Stadt bringt, ist natürlich in einer innerstädtischen Lage, da wo viele Leute dicht auf dicht wohnen, dann begünstigend, wenn man eine Bodenqualität hat, die auch wirklich einen Anbau von Nutzpflanzen zulässt, also mit einer hohen Bodenqualität ohne Schadstoffe, wenn Wasser verfügbar ist, zum Beispiel Wasseranschluss machbar ist oder man eben Wasserrückhalt machen kann über Dächer, Zisternen, was auch immer. Wenn man an dem Standort eine positive Klimawirkung entfalten kann oder eben auch ein Netzwerk von, also ein Baustein im Biotopnetzwerk schaffen kann. Was die rechtlich-administrativen Seiten betrifft, geht es hier um verschiedene Typologien von Flächen. Vor allen Dingen deren
Widmung zum Beispiel im Bebauungsplan und vor allen Dingen, dass dort keine kategorischen Artenschutz- oder naturschutzrechtlichen Einschränkungen sind. Wir fanden das auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, dass die sozialen Faktoren berücksichtigt werden, also eben auch die Nähe zu sozialen Einrichtungen und dass so ein Garten dann auch gut erreichbar ist. Und möglicherweise jetzt für uns, für unsere Pilotvorhabensuche, war es auch wichtig zu gucken, gibt es da schon Träger oder Initiativen, mit denen man dann zusammenarbeiten kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und mindestens genauso wichtig aus meiner Sicht wie die Standortqualität ist einfach, dass Menschen da sind, die das möchten, die da dran arbeiten und die eben auch Lust haben, dann sich selber dafür einzusetzen, dass man mit so einer Behörde so einen Waldgarten realisieren kann. Wenn man jetzt sozusagen, ich hatte vorhin diese Tabelle kurz gezeigt, die Flächen gegenüberstellt, dann sagt, okay, wir haben jetzt immer weniger Flächen wie so ein Trichter, meinetwegen bleiben drei übrig. Jetzt gucken wir mal im Einzelnen, ob die wirklich als Waldgärten geeignet sind. Und das haben wir Einzelflächenprüfung genannt. Und in dem Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben hatten wir auf diesen Flächen und rund um diese Flächen auch Beteiligungsverfahren gemacht, um einfach zu schauen, sind da überhaupt Leute interessiert in dem Umfeld? Und gibt es da Menschen, die langfristig den Waldgarten dann mit aufbauen wollen? Das heißt, hier bei dieser Einzelflächenprüfung, das ist natürlich deutlich aufwendiger. Das hat Bodenproben beinhaltet, also zu gucken, ist die Lebensmittelsicherheit dort möglich? Also sind da Schadstoffe im Boden vorhanden oder nicht? Zu gucken, was ist mit geschützten Arten? An der Stelle macht man dann Eingriff in den Naturhaushalt oder eben auch zu gucken, wie kann man an einem Standort solche Eingriffe vermeiden. Und dann auch bei dieser Einzelflächenprüfung wirklich dann schon das Thema Vertragsoptionen prüfen, mit den Eigentümern oder den beteiligten Verwaltungen wirklich verhandeln über Optionen und Ausgestaltungen von Verträgen. Kann man die Fläche pachten, kaufen, was auch immer. Wer ist denn dann verantwortlich für die Planung und für den Betrieb? Und bei den Beteiligungsverfahren geht es natürlich darum, wirklich zu gucken, sind Leute dazu da in der Lage oder haben Lust dazu, sich auch längerfristig eben zu engagieren. Und ich denke, die räumliche Nähe ist kein Muss, aber jetzt so in anderthalb Jahren Beteiligungsverfahren hatte ich schon den Eindruck, dass Leute, die dann eine Stunde fahren, dann doch Schwierigkeiten haben, sehr regelmäßig zu kommen. Also ich habe schon den Eindruck gehabt in der Stadt, dass, also gerade in der Größe von Berlin, dass sozusagen diese räumliche Nähe um die Fläche drumherum auch ganz relevant ist. So, und der letzte Punkt jetzt in diesem Leitfaden oder in diesem Schema zum Prüfen ist eigentlich, was muss man beachten, um einen Waldgarten dann an einem Standort zu planen und zu realisieren? Und man muss aus meiner Sicht sehr, sehr früh alle Akteure an einen Tisch bringen, sehr transparent vorgehen, gerade ja auch also auf der einen Seite mit den Leuten, die wirklich den Garten machen wollen, aber eben auch auf der anderen Seite mit den Institutionen, da klar kommunizieren auch die Bereitschaft einfach klar machen, dass bestimmte öffentliche Normen eingehalten werden, dass man bestimmte ökologische Ziele dort auch verwirklicht. Ich glaube, die Verbindlichkeit ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, also klar zu machen, dass man dort ein verbindliches Betreibermodell entwickeln wird, verbindliche Verträge auch schließen wird. Und dazu sind dann eben Fragen, wie gründet man jetzt dann einen Verein, wie kann eine Satzung aussehen, welche anderen verbindlichen Regeln geht man eigentlich als Gruppe dann damit ein. Und nicht zuletzt ist in diesem Themenfeld die Kommunikation nach außen in die Nachbarschaft, die Kooperation zum Beispiel mit Schulen und umgebenden Einrichtungen, denke ich, ganz, ganz wichtig, um da eine langfristige Entwicklung von so einem Waldgarten als Standort zu ermöglichen, der auch vielen Leuten dann zugutekommt. Ich glaube, ich mache jetzt angesichts der Zeit, gehe ich jetzt hier nicht nochmal rein.
Aber wir haben eine ganze Menge von rechtlichen Hintergründen recherchiert und zusammengetragen, wie jetzt Waldgärten langfristig gesichert werden können. Da gibt es viel Überschneidungen, denke ich, mit den Debatten, die im Bereich Gemeinschaftsgarten stattfinden. Um das mal kurz zu halten, ich glaube, so, man kann alles Mögliche machen in der jetzigen Gesetzgebung mit den B-Plänen, aber wichtig ist, dass man lokal einen richtig gut angepassten Nutzungsvertrag macht, also richtig gut lokal ausgearbeitete Konstellationen. Und ja, es gibt keine Standardlösung, um jetzt so einen Waldgarten irgendwie zu etablieren. Vielleicht ein wichtiges Thema, wenn man jetzt mit Grünflächenämtern redet, ist das Thema Haftung, Verkehrssicherungspflicht, gerade wenn das öffentliche Gärten sind. Wie kommt man da in eine Situation, dass man sagt, wir als Gruppe pflegen den Garten, trotzdem ist das ein öffentlicher Garten, also wenn da jetzt mal jemand stolpert oder wenn da jemand, weiß ich nicht, ein Ast runterfällt, was passiert, wer haftet dafür? Das sind Sachen, die man auch vertraglich regeln kann, wo man dann schon auch eine gewisse Verantwortung übernimmt, die, denke ich, naja, so ein bisschen das A und O sind in der Verhandlung mit den Verwaltungen, um da eben auch über eine sinnvolle Kooperationsvereinbarung also ranzukommen. Genau, das mal so zu diesen ganzen Formalitäten. Ich hoffe, dass der Bericht jetzt im Frühjahr wirklich veröffentlicht wird und dann diese ganzen Sachen im Einzelnen auch nachlesbar sind. Das war jetzt wirklich so schnell zusammengefasst. Und jetzt hoffe ich, schaffe ich es nebenbei auch noch ein paar Fragen zu lesen oder aber, falls sich jemand zu Wort melden kann, auch gerne per Kamera und Mikrofon oder nur mit Mikrofon, wenn das geht. Es gibt noch ein paar Fragen, die ich notiert habe. Ich habe es nicht geschafft, nebenbei die Frage. Und zwar waren das einmal, mehrere Leute waren daran interessiert, Ernte und Erträge, ob Waldgärten sich auch als Wirtschaftsmodelle eignen würden. Da hat die Alexandra inzwischen auch eine Arbeit zur Verfügung gestellt im Chat, aber vielleicht hast du auch noch etwas, was du dazu sagen möchtest. Ja. Dann gibt es, oder ich sage mal kurz diese drei Fragen, die ich mir notiert habe, Unterschiede in der Zusammensetzung eines Waldgartens je nach Region in Deutschland. Und ob Wald, wenn eine Brachfläche mit Bäumen bewachsen ist, die Waldbäume sind, ob das ein Ausschlusskriterium sein könnte, um einen Waldgarten aufzubauen, auch wenn die Bäume nicht als Wald kategorisiert sind. Und das Letzte, was ich mir notiert habe, ist, wie viele Personen sollten beteiligt sein, um einen Waldgarten nachhaltig zu bewirtschaften? Okay, alles große Fragen, wichtige Fragen. Sagen wir mal so, der Waldgarten ist bisher gerade in unseren Klimaten nicht so richtig gut beforscht. Ne? Also gerade das Thema Erträge interessiert mich sehr, nicht nur für die Stadt, sondern auch wirklich als nachhaltiges Wirtschaftssystem oder Landwirtschaftssystem, System, wo man Nahrungsmittel anbaut. Und ich habe eine Abschlussarbeit betreut in unserem Projekt, die Jeremias Erdmann hat darüber recherchiert, mal wirklich von 100 Pflanzen, die zum Beispiel in Berlin wachsen oder Brandenburg wachsen würden, die Erträge rauszusuchen und zu gucken, wie Arbeitszeiten da reinfließen und so weiter. Es ist aber eine Literaturstudie. Was wir jetzt in dem Waldgarten machen wollen, sobald wir anfangen, den zu etablieren, ist, dass man mit allen Beteiligten auch mal aufschreibt, was wächst da ein, wie viel wird geerntet, das Stichwort Citizen Science zu gucken, wie viel gibt dann so ein gemeinschaftlicher Waldgarten her an Ertrag? Dann gibt es einen Waldgarten zum Beispiel in Pferden, da hatte ich auch eine Abschlussarbeit betreut, die seit 20 Jahren auch ein bisschen dokumentieren, was sie an Ertrag haben, aber es ist nicht so ganz, also es ist kein intensiv genutzter Waldgarten. Ja, also so viel zu diesem Thema. Ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, da sind wir so relativ am Anfang, dass
sinnvoll, mal zu dokumentieren. In Holland. Du hast gerade eine Studie dazu erwähnt. Der Max wüsste gerne, wie diese Studie heißt. Nur direkt zum Thema. Das ist eine Bachelorarbeit hier bei mir im Fachgebiet. Also wir werden diese Arbeiten dann auch auf die Webseite stellen oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Dann muss ich den Jeremias, der kann die auch rausschicken selber. Aber es ist eine Bachelorarbeit. Also es ist eine wunderbare Arbeit, die trotzdem aber noch kein, sag ich mal, Versuch im Gelände ist. Ja, das heißt, das ist wirklich die große, große Frage, was sind denn die Erträge? Und vor allen Dingen auch im Verhältnis zu, wie viel Arbeit muss man dazu einsetzen. Ja, und auch im Waldgarten, ich sag mal, gerade in den ersten Jahren, wenn man pflanzt, ist das sehr, sehr aufwendig. Und ich denke, bei älteren Systemen geht es wirklich eher nur noch darum, zu managen und zu ernten, weniger einzugreifen, mit der Natur zu arbeiten. Und ja, genau. Ich wurde hier gerade unterbrochen. Genau, zweite Frage, unterschiedliche Regionen. Ganz spannendes Thema, weil da haben wir auch drüber nachgedacht, weil dieses E&E-Vorhaben soll ja bundesweit relevant sein. Das heißt, wir haben mal geguckt, auch mit verschiedenen klimatischen Regionen von Deutschland zusammenzuarbeiten. Das Interessante, finde ich, ist, es ist ja nicht nur das Klima einer Region, sondern es sind auch die Böden. Also wir haben in Berlin zum Beispiel einfach diese ewigen Sandböden, die nicht besonders fruchtbar sind. Und es kann sein, dass an anderer Stelle in Kassel, da sind zum Beispiel sehr, sehr fruchtbare Böden. Das Klima ist nicht sehr anders, ein bisschen schon. Aber dass die Bodenbedingungen sehr stark hineinspielen, wie fruchtbar dann eben so ein Waldgarten ist. Und meine persönliche Erfahrung ist, ich hatte zum Beispiel mal so einen 50.000 Quadratmeter Waldgarten gemacht auf einem Hügel, also auf einem sehr bergigen Gelände. Auch da ist jetzt zum Beispiel dieses Mikroklima entscheidend. Ich kann an einem Süd- oder Osthang was anderes anbauen als an einem Nordhang und kann wirklich mit diesem Schatten, Sonne, Kleinklima auch spielen, klimatisch bei der Gestaltung des Waldgartens. Das heißt, die regionalen Unterschiede spielen natürlich die Rolle, vor allen Dingen bei der Auswahl der Pflanzen, was die Frosthärte betrifft. Also Norddeutschland im Küstenbereich können wir Pflanzen anpflanzen, die weniger frostempfindlich sind. Also da wachsen zum Beispiel auch Mandeln. In Holland habe ich das gesehen, in Waldgärten. Genau, und wenn wir einfach in höheren Berglagen sind zum Beispiel, da ist der Frost ein Thema, das natürlich die ganze etwas mediterranere Arten oder Aprikosen oder solche Sachen wirklich dann einschränkt oder Spätfrostlagen sind ganz schwierig für wärmeliebende Pflanzen. Genau, also das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mit einbeziehen möchte in die Untersuchungen und mich auch freue, wenn Leute sagen, wir haben einen Waldgarten, nimmt uns mit auf ein Netzwerk und lass uns gemeinsam überlegen, wie man das vergleichen kann, untersuchen kann. Ich glaube, da kann man wirklich viel Grundlagen schaffen, dass das System einfach mehr Anwendung findet. Und die Frage zum Thema Wald. Also es gibt auch so einen Ansatz, der heißt Farming the Woods oder also Forest, wie heißen die eigentlich, Farming the Woods oder so. Die arbeiten innerhalb von Wäldern mit Pflanzen, Essbahnpflanzen am Boden, also eher in schattigeren Bereichen. Das ist das Thema Pilze wichtiger. Ist schon nochmal ein anderer Ansatz als der Waldgarten, der jetzt vorwiegend eben auf Obstbaum- und Strauchbasis basiert. Also ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Forest Farming, genau. Ja, sie sagt ja. Genau, ach so, genau, Lockdown war Seite. Ja, wir warten darauf, dass wir im Frühjahr hoffentlich in Britz anfangen können, im April, in Berlin-Britz. Das ist, ich kann hier mal ein Bild zeigen. Da sind alle, die Lust haben, mitzumachen, eingeladen auf so einem Gelände. Das ist eine Kleingartenersatzfläche, die wir jetzt als Kooperations- oder als Pilotfläche bekommen haben. Dort ein
gemeinschaftlichen Waldgarten von 5000 Quadratmeter zu entwickeln, aber auch diese ganzen 30.000 Quadratmeter in unterschiedliche Formen von Waldgarten, Kleingartencluster zu entwickeln. Das ist auch mit beantragt, mit Förderung, dass wir das auch beforschen können und wo wir dann hoffentlich das ganze Thema Citizen Science auch dann ausleben können über die nächsten Jahre. Und in Kassel sind zwei Standorte geplant, die auch mit diesem Antrag entwickelt werden sollen. Soweit dazu. Dann gab es noch die Frage, wie viele Leute es braucht, um einen Waldgarten nachhaltig zu bewirtschaften. Auch eine gute Frage. Also wenn wir jetzt mal sagen 5000 Quadratmeter, das ist ja nicht gerade wenig. Ich würde sagen, so eine Kerngruppe von 20 Leuten, 15, 20 Leuten, das ist ganz gut. Das hängt natürlich davon ab, auch einen Waldgarten kann man ganz intensiv bewirtschaften oder auch ganz extensiv und sozusagen mehr Wild wuchern lassen. Man kann ja auch verschiedene Zonen einrichten. Ich finde das immer schwierig, da so eine genaue Zahl zu sagen. Ich glaube, so mit 20, 30 Leuten kann man sich ganz gut verständigen. Es gibt ja zum Beispiel Peace of Land hier in Berlin. Das ist eine Gruppe Permakultur, auch Waldgarten, wo ich so grob in Erinnerung habe, dass es so 15 Kernleute sind. Aber ich glaube, bis zu 300 Leute, die so als Satelliten hier und da ab und zu mal dazukommen. Ich glaube, das sind Sachen, die sich relativ schwer theoretisch entwickeln lassen, sondern wirklich dann, auch wenn der Garten da ist, zeigen, also wie lassen sich Verantwortungen gut verteilen, ja, wie geht man mit Bereichen um, die auch mehr Gemüse haben, wo man tatsächlich öfters auch gärtnert, wo man öfters vielleicht auch mal umgräbt noch am Anfang und ich denke auch, das hat Phasen, also meiner Erfahrung nach sind die ersten 3-4 Jahre schon auch sehr intensiv, was das ganze Pflanzen betrifft und wenn man das gut gemacht hat, dann wächst das und dann geht man eigentlich nur noch pflegerisch an den Garten ran und erntet. Ja, insofern auch das ist ein Prozess. Vielleicht passend dazu die Frage, wie viel Quadratmeter pro Person sollte man vorsehen als Selbstversorger? Auch eine sehr, sehr gute Frage, die kann ich hoffentlich in 6 Jahren beantworten. Genau, das muss noch abschließen. Ich habe mich vor 20 Jahren, weil ich meine, so ein Forschungsprojekt in der Uni noch autarke Strukturen und da hatten wir eine Zahl von 2.500 Quadratmetern für eine autarke Selbstversorgung herausgearbeitet als Gruppe. Aber da ging es auch darum, lokale Wasserversorgung, Holz, Energie zu produzieren mit Sonnenenergie. Also es war nicht nur die reine Ernährung. Mhm. Ist ganz stark klimaabhängig und bodenabhängig, denke ich. Und dann eben auch die Intensität, die man dann da betreibt. Ja, danke. Denn etwas, das kenne ich überhaupt gar nicht. Max fragt, gibt es Erfahrung von Waldgärten mit Miyawaki-Methode? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Die kenne ich tatsächlich auch nicht. Miyawaki. Ja, ja, dann gehen wir erstmal weiter. Der Georg fragt noch, was kann man bei Gesprächen mit der Stadt und der Verwaltung machen, als real vorhandene Leuchtturmprojekte am besten ins Gespräch zu bringen. Genau. Ja, das ist auch immer eine gute Frage, weil es kommt immer sofort die Frage, gibt es denn schon woanders Waldgärten? Bisher relativ wenig. Also ich glaube, man kann schon auf gut funktionierende Gemeinschaftsgärten verweisen, weil es gibt natürlich von der Handhabung her sehr viele Ähnlichkeiten. Ja, muss ich so ein bisschen passen. Also, fällt mir jetzt ad hoc keine gute Antwort so ein, sag ich mal. Da kommt jetzt noch das Thema Tiny Forest. Was ist die Frage zum Tiny Forest? Hier sind jetzt gerade so viele Fragen. Ich glaube, das war vorhin. Genau, Tiny Forest wurde auch erwähnt im Chat und alle teilen jetzt auch noch Infos, die sie haben zu unterschiedlichen Begriffen, die auch im Chat neben deinem Vortrag diskutiert wurden. Ja. Wir haben jetzt noch hier von Monika, die würde gerne noch bezüglich auf den, wie viele Leute, wie viel Platz wissen, wie viel Zeit pro Woche 15 bis 20 Leute bräuchten. Also ich habe mal noch mehr Folien dabei zu dem Thema, was wir jetzt im Beteiligungsverfahren gemacht haben. Das ist hier die Fläche in Britz und ich zeige mal ganz kurz, wir haben also eine
also einen ganzen Sommer über, also einmal im Monat mindestens einen Workshop gemacht, Informationsveranstaltungen. Wir hatten über 200 Teilnehmer. Und worauf ich hinaus will, ist, dass wir eigentlich dieses Thema, wie wollen wir die Pflege ablaufen lassen, diskutiert haben. Es ist aber nicht ein homogenes Bild. Ja, manche Leute wollen einmal die Woche kommen, die anderen wollen einmal den Monat kommen. Und ich denke, diese Verantwortlichkeiten, gibt es zum Beispiel jemand, der für die Ernte verantwortlich ist oder jemand, der für den Kompost verantwortlich ist, oder rotiert man das? Oder hat man wie in einem Kleingartenprinzip eine Art Gemeinschaftsarbeit einmal im Monat oder so und so viele Stunden im Jahr? Das ist wirklich ein Aushandlungsprozess vor Ort. Also wir haben versucht, mal auch in dem Abschlussbericht verschiedenste Modelle und Sachen, die geäußert wurden, zu nennen. Aber das hängt, also zum Beispiel bei 2 Beteiligungsverfahren in Berlin waren ganz unterschiedliche Ergebnisse. In dem einen gibt es eine große Erfahrung seit 10 Jahren. Die haben einen Bürgerhaushalt in einem Stadtquartier. Da sind die Leute total aktiv miteinander am Arbeiten. In dem anderen gibt es überhaupt gar keinen, sage ich mal, enges Netzwerk an Akteuren. Die haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse geäußert, wie sie da mit dem Garten umgehen wollen. Ich glaube, als Quintessenz, was ich jetzt so ein bisschen aus dem Prozess in Britz rauslese, wo wir nebeneinander haben werden von Kleingarten, Waldgärten und Gemeinschaftsgarten, ist, dass es doch sehr viele Leute gibt, die den Gemeinschaftsgarten bevorzugen, eben wegen der Interaktion mit den anderen Leuten und weil sie eben auch sagen, dass sie nicht einmal die Woche da kommen wollen, um zu gärtnern, sondern dass das eben genau das Schöne ist an diesem Gruppenprozess, dass man sich irgendwie anders, flexibler einteilen kann, wie man was macht. Aber es ist ein großes Thema. Also nächsten Montag haben wir ein Plenum mit dem Thema, wie wollen wir, wer macht was im Garten und wie soll die Ernte verteilt werden, wie sollen die gärtnerischen Arbeiten verteilt werden. Ich hoffe, dass man dann im Laufe der Jahre mit dem Waldgarten da so ein paar Ergebnisse auch zusammentragen kann aus verschiedenen Standorten, aber im Moment kann ich dann nur spekulieren und so erste Eindrücke erzählen. Also was vielleicht nochmal interessant ist im Verhältnis, so im Unterschied zu Gemeinschaftsgärten, die, sage ich mal, auf Hochbeeten gärtnern, da gibt es ja auch Leute, die sagen, oder gibt es Gärten, die haben sehr privat getrennte Hochbeete, da hat jeder sein Hochbeet oder jeder sein Beet. Dann gibt es Gärten, die haben auch Gemeinschaftsbeete, also auch da gibt es ja auch nebeneinander. Und das ist auch im Waldgarten eine Sache, die wir diskutieren, ob alles für alle bewirtschaftbar ist oder ob man zum Beispiel kleinere Baumgilden, also meinetwegen ein Baum, ein Strauch, ein paar Stauden zusammen als ein Grüppchen nimmt und dort gemeinsam dann pflegt. Da sind bisher einige Ideen. Ich bin auch ganz neugierig auf Ideen, wenn jetzt hier aus den Teilnehmern Ideen kommen, wo ich was von lernen kann. Also wir haben auch versucht, viele, viele Gärten zu besuchen und zu gucken, aus welchen Erfahrungen können wir eigentlich lernen. Da gibt es auch eine wunderbare Arbeit zu von Luisa Gedon, die sehr viele Gärten interviewt hat und geguckt hat, wo sind so die Gemeinsamkeiten und auch Schwierigkeiten dann in der Pflege und im Betrieb von den Gärten. Also, was sind Konflikte? Meinetwegen Zigaretten oder Hunde? Was sind so die klassischen Konflikte und wie geht man damit um oder so? Wie ist es, wenn die einen immer nur ernten und die anderen immer gärtnern und dann ist alles wieder abgeerntet? Was sind so Sachen, die überhaupt Themen sind? Da sind wir auch sehr gespannt, was sich dann in der Umsetzung zeigen wird. Jetzt sind praktisch nur noch unten die Fragen dazugekommen. Ich glaube, die oberen haben wir hoffentlich alle berücksichtigt. Es kam von, ich habe gesehen, von der Alexandra, welche rechtliche Organisationsform du empfehlen könntest, wenn du einen empfehlen könntest. Also wir sind jetzt eigentlich auf die Form von Verein gekommen. Das ja einfach hat den Vorteil, dass es sehr, sehr gut etablierte Regeln hat, die man ausformulieren kann. Was jetzt bei
unserem Verfahren eine Einschränkung ist, das dürfte jetzt mit dem Förderprogramm keine wirtschaftliche Aktivität sein. Ich könnte mir natürlich sonst auch vorstellen, dass man eben, was weiß ich, wie eine Art Solawi macht. Es gibt ja auch so eine Waldgarten-Solawi in Brandenburg, dass man im Prinzip, es gibt ja Mietergärten zum Beispiel, die, glaube ich, jahresweise Scheibchen vermieten. Also es gibt unterschiedliche Verfahren. Wir haben jetzt wirklich eher das Gefühl gehabt, dass eine Vereinsstruktur geeignet ist, um so einen Garten zu betreiben. Also ich denke mal, wenn man das auch ein bisschen wirtschaftlicher betreibt, zum Beispiel mit einem Café oder so, dann könnte ich mir auch genossenschaftliche Prinzipien oder Organisationsformen vorstellen. Aber so als reiner Gemeinschaftsgarten haben wir jetzt keine großen Neuerungen gemacht, was die Betreiberstruktur betrifft. Die eine Frage hatte ich noch übersehen. Entschuldige, Annika, fragt nochmal, mit welchen Permakulturprojekten du zusammengearbeitet hast. Mit gar keinen Permakulturprojekten in dem Sinne. Wieso? Weiß ich jetzt nicht. Annika kann das noch vielleicht konkretisieren. Und die Monika, die würde gerne wissen, ob die Studie, die du gerade erwähnt hast, wo die Leute interviewt wurden, also beziehungsweise die Interviews und die Ergebnisse, ob man die irgendwo nachlesen könnte und wer interviewt hat. Genau, also diese Studie ist dann Teil auch von unserem großen Abschlussbericht. Luisa Gedon, die auch im Projekt mitgearbeitet hat, die hat ihre Masterarbeit auch geschrieben. Und die Masterarbeit kann man bei ihr anfragen, also einfach gerne mir eine E-Mail schreiben. Oder ich glaube, die E-Mail von Luisa ist auch auf der Webseite von uns. Und ich bin dabei zu prüfen, ob wir alle Abschlussarbeiten, die jetzt in den 2 Jahren gelaufen sind, ob wir die einfach mit auf der Webseite veröffentlichen können. Also hängt natürlich davon ab, dass die Arbeit geschrieben haben, damit auch einverstanden sind. Aber da ist einiges zusammengekommen, an sage ich mal, so Grundlagenuntersuchungen. Und Luisa hat Interviews geführt, hat das Beteiligungsverfahren begleitet und wir haben das eben auch für diesen Abschlussbericht ausgewertet. Ja, das wäre natürlich toll, wenn die ganzen Arbeiten bei euch dann da auch zu finden wären. Da drücken wir die Daumen, dass das geht. Die Annika hat das nochmal konkretisiert, ihre Frage, mit welchen Permakulturprojekten du zusammengearbeitet hast, weil Waldgärten ja ein Grundprinzip der Permakultur ist. Ich finde, also für mich ist es so, Waldgarten ist in der Permakultur drin oder die Permakultur ist im Waldgarten drin. Also ich finde nicht, dass man als Waldgarten unbedingt ein Permakultursiegel sozusagen braucht. Also es ist ein permanenter Anbau, aber ich habe jetzt nicht mit einem sogenannten Permakulturprojekt konkret gearbeitet. Also wir haben uns sehr stark mit dem Piece of Land befasst oder auch geguckt, was die machen, sind in Kommunikation. Die Luisa hat da auch Interviews mit denen geführt. Wir waren mit der Gruppe zusammen dort. Aber ich habe zum Beispiel Auftraggeber gehabt, jetzt nicht als Permakulturdesignerin. Ich bin das auch nicht. Also insofern würde ich das nie gerne nur einfach unter diesem Stempel der Permakultur stecken, weil also es hat einen sehr schönen und sehr hohen philosophischen Anspruch auch, denke ich, der aber nicht unbedingt von allen solchen Projekten erfüllt werden kann. Also, wenn es ein Waldgarten ist. Vielen Dank. Und ich sehe noch eine Frage, vielleicht ist es die letzte von dem Max, ob es Erfahrungen in Berlin gibt mit funktionierenden Pionierpflanzen. Welche Erfahrungen? Natürlich, es gibt überall Pionierpflanzen, ganz viele. Was ist die Frage genau? Ich habe gelesen, und jetzt kam gerade, gibt es Erfahrung mit in Berlin gut funktionierenden Pionierpflanzen, hat er geschrieben. Also Pionierpflanzen sind oft zum Beispiel stickstoffbindende Pflanzen. Also sämtliche Kleearten, Erbsen, Bohnen können als Pionierpflanzen in einem Waldgarten zum Einsatz kommen. Habe ich schon in der Wüste mit angesetzt. Robinien kann man als Pionierpflanzen betrachten, sind aber nicht unbedingt Pflanzen, die jetzt essbare Bestandteile liefern, aber da gibt es auch zum Beispiel, den Erbsenstrauch, das ist eine Leguminose, wo man was ernten kann. Ja, ich verstehe die Frage gerade nicht ganz mit den Pionierpflanzen. Kam jetzt auch keine Konkretisierung.
Ja, wir kommen jetzt auch zum Ende. Wir haben jetzt noch eine Minute. Wilfried hat sich nochmal zu Wort gemeldet und aber dir was privat geschickt. Ich kann es aber auch sehen. Ihr wolltet ja eh mal miteinander in Kontakt kommen. Und dann bleibt mir, euch ganz herzlich zu danken, vor allen Dingen dir, Jenny, für diesen total interessanten Vortrag, der diese vielen Aspekte und was ist überhaupt ein Waldgarten, welche Funktionen, welche wichtigen Funktionen für Städte kann er erfüllen und wie kann man es eigentlich angehen, wirklich gut aufgearbeitet in eurem Leitfaden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man gut was damit anfangen kann. Jennifer würde sich über euer Feedback dazu auf jeden Fall auch freuen, ob der Leitfaden, wie ihr sie ihn vorgestellt habt, für euch so praktikabel wäre im Vorgehen, einen Waldgarten aufzubauen. Ihr bekommt ja den Link dann zu dem Vortrag und die Folien, da könnt ihr es nochmal in Ruhe nachlesen. Und die Webseite ist ja auch auf der Einladung verlinkt gewesen. Ich werde sie euch nochmal mit reinschreiben. Dann könnt ihr auch in Kontakt treten mit Jennifer, um eine Rückmeldung zu geben. Also wirklich herzlichen Dank an alle und habt einen wunderschönen Abend noch. Auch von meiner Seite einen wunderschönen Abend. Danke fürs Interesse. Und ich finde es auf jeden Fall toll, wenn wir alle, die Interesse haben, sich auch vernetzen und Erfahrungen gemeinsam austauschen und sammeln. Also es ist vieles auch am Anfang und es ist gut, wenn da vereinte Kräfte und unterschiedliche Blickwinkel auch am Werk sind, denke ich. Ganz, ganz. Denke ich auch, denke ich auch. Auf das ganz viele Gemeinschaftswaldgärten entstehen in den nächsten Jahren. Ich freue mich drauf. Ja. Also macht es gut und bis bald sicher irgendwo. Ja. Ciao. Ciao. Ich beende jetzt. Tschüss.